Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Es ist soweit, der Solo-Modus kommt, das Event kommt und es wurde gerade erst von Apex getwittert. Und zwar am 13.07. geht das Event los und geht bis zum 27.08. Also wir haben 2 Wochen Zeit, uns durch das Event zu suchten und auch der Solo-Modus wird erstmal nur über dieses gesamte Event laufen und fliegt dann erstmal raus. Auf Twitter haben sie auch weiter geschrieben, dass das erstmal so eine Art Testphase für den Solo-Modus sein soll. Also die wollen sich wahrscheinlich erstmal angucken, wie der Solo-Modus ankommt, denn ich sehe das schon wieder ein bisschen anders als vielleicht viele andere. Ich bin nicht scharf auf den Solo-Modus, bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich, wenn der kommt, damit es genug andere gibt, die ständig sich vom Squad entfernen und alleine losheizen. Für die finde ich das in Ordnung, dann kommt das umso weniger vor. Ich wäre eher scharf auf den Duo-Modus, der würde mich mehr interessieren. Ich sehe es einfach ein bisschen zwiespältig. Es gibt nämlich Charaktere, was weiß ich, Watson, Lifeline, hast du nicht gesehen. Stellt euch mal vor, ihr trefft 30 mal übertrieben gesehen im Solo-Modus auf Watson oder Pathfinder, die sich irgendwo hincampen. Das sehe ich ein bisschen kritisch, darum soll es aber nicht gehen. Ihr könnt euch aber gerne mal in den Kommentaren auslassen, wie ihr das seht oder was ihr vielleicht befürchtet. Ich zeige euch gleich noch den Teaser-Trailer zum Event. Der sieht auch richtig geil aus. Es werden in dem Teaser-Trailer schon ein paar Skins von Mirage, von Lifeline und von Bloodhound gezeigt. Und von Bangalore ist auch noch ein Skin zu sehen. Da weiß ich aber nicht genau, ob der neu ist. Was es sonst noch freizuschalten gibt, steht noch nicht fest. Das wird aber sicherlich in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Auch da halte ich euch natürlich wieder auf den Laufenden. Also gebt dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, um keines meiner Infovideos über Apex Legends mehr zu verpassen. Oder Livestreams wie das kommende Abo-Zocken, was am Sonntag stattfindet. Jetzt zeige ich euch den Teaser-Trailer. Der geht nur ein paar Sekündchen. Verrät schon ein paar kleine Details. Ich bin echt gespannt. Lasst euch in den Kommentaren aus, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Ciao.